Hallo ihr Lieben, heute mal ein Video aus dem Auto. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz bei Rossmann. Dann werde ich noch bei Teddy reinhüpfen. Dann fahre ich noch ein Stückchen weiter und muss noch Katzenfutter für den Igel kaufen bei Lidl. Und dann muss ich noch zur Aldi. Ich werde mal gucken, ob ich euch in jedem Laden mitnehme. Auf alle Fälle gehe ich jetzt mit euch zusammen rein zu Rossmann. Da kann ich euch mitnehmen, das weiß ich. Das stört da keinen, wenn ich filme. Da brauche ich zweimal Nagellack. Ich möchte gerne, zeige ich euch. Wir gehen jetzt rein. So, das war jetzt Rossmann. Jetzt lasse ich mein Auto hier stehen bei Rossmann auf dem Parkplatz und hüpfe schnell bei Teddy rein. Und da zeige ich euch, was ich da gekauft habe. So, zweimal Nägel habe ich mir gekauft. Das zeige ich euch gleich im Auto. Jetzt fahre ich bei Aldi das Katzenfutter kaufen für meine Igel. Nein, zu Lidl fahre ich das Katzenfutter kaufen für die Igel, weil das gibt es bei Aldi nicht. So, weiter geht's. Es ist so unvorteilhaft mit meinem Doppelkinn, wenn ich im Auto filme. Auf geht's zu Lidl. Jetzt sind wir bei Lidl drin und ich hole schnell das Katzenfutter, das geht ratzi fatzi. Das war ratzifatzi. Das Katzenfutter für die Igel. Jetzt geht's weiter. Aldi. Aber es regnet im Moment nicht mehr. Das ist schon mal gut. So, ich mach Kamera aus, Radio an. Ich zeige euch jetzt, was ich alles gekauft habe. Das sind einmal die Möhren von Aldi. 2 Kilo, 1,49. Kaufe ich immer für meine Wauzis. Dann für mich jetzt zum Trinken Latte Cappuccino für 69 Cent. Werde ich jetzt auch direkt einen Schluck nehmen, weil ich so einen Durst habe. So, dann geht's weiter. Lidl.
Da habe ich einmal das Katzenfutter gekauft für die Igel. Das kaufe ich gerne, weil der Fleischanteil recht hoch ist und kein Getreide drin ist, weil die Igel kein Getreide essen dürfen. Normalerweise kaufe ich immer 2 Pakete, wenn ich das bei Lidl kaufe, oder auch mal 4. Aber im Moment kommt nur noch ein Igel die letzten Tage. Und ich weiß jetzt nicht, es ist jetzt noch nicht so kalt. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden schon im Winterschlaf sind. Aber darum habe ich jetzt erstmal nur ein Paket gekauft, weil ich nicht weiß, wie viele Igel jetzt noch kommen. Sonst kaufe ich halt nochmal neu. Aber darum diesmal nur ein Paket für 2,19 €. Dann war ich ja bei Teddy. Da habe ich mir Nägel gekauft. Ich zeige euch kurz mal. Ich habe da so ein bisschen mitgefilmt, die verschiedenen Nägel, die es da gibt. Teilweise für 1 €. Habe aber nicht so viel gefilmt. Ich werde den Ton jetzt auch gleich leiser machen, weil da so ein Kind rumgequakt hat. Und das war mir zu blöd, da zu filmen und zu reden. Darum jetzt kurz einmal so ein paar Nägel für euch zum Gucken. Mit ein bisschen Ton leise, weil das Kind so laut quakt. Und dann zeige ich euch meine Nägel. Ich habe mir mitgenommen einmal Nägel in einer ganz, ganz tollen Farbe für 1 €. Mega schön. Werde ich aber, ich weiß nicht, zur Weihnachtszeit passt das farblich nicht so. Ich weiß es nicht. Ich wollte sie einfach haben, habe sie erstmal mitgenommen. Mal gucken, wann ich die auftrage. Dann habe ich mir diese hier mitgenommen, weil die hatte ich schon mal. Und weil dieser ja so extrem kurz ist, ist das sozusagen mein Ersatzteillager, so nenne ich das mal. Ich werde nur einen Nagel aufkleben und ihn ein bisschen kürzer machen, als er ist, damit es so aussieht, als wäre es mein eigener Nagel. Kommt noch Lack rüber, fertig. Dann ist es so ein Ersatzteillager für mich. 2 €. Dann war ich ja noch bei Rossmann. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Dann war ich noch kurz bei Rossmann, weil ich möchte noch ein gruseliges Nageldesign machen. Und dazu brauche ich so als Hintergrund ein dunkles Lila. Dann habe ich mir 2 verschiedene Farben mitgenommen. Einmal Aubergine. Das ist dieser hier, 1,79 €. Und einmal Plumb It Up. So ein Pflaumenton. Auch 1,79 €. Weil ich halt noch kein Lila in meiner Sammlung habe und ich brauche ein dunkles Lila. Und dann gibt es Donnerstag für euch ein Nageldesign. Ich denke mal, da werde ich dieses hier nehmen. Dazu werde ich dieses Lila benutzen. Und das ist dann auch das letzte Nageldesign in Sachen Halloween oder gruselig. Danach mache ich wieder andere Sachen. Das war das. Es wird schon dunkel und es fängt wieder an zu regnen. So, das war jetzt mein Mini-Live-Haul-Quickie. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.